Verzeiht die humorvolle Art und Weise der Vorstellung der Davosa-Newton-Speedometer. Aber genau das ist, was sich die Designer beim Zifferblatt dieser Automatikuhr für unter 1000 Euro gedacht haben. In unserem Fall natürlich im Zeitraffer. Das Design soll einen Tacho repräsentieren, wie er bei Sportwagen der 1960er Jahre verbaut wurde. Das ist Davosa auf jeden Fall gelungen. Die Stunden werden bei dieser Uhr über eine hinter dem Zifferblatt liegenden Scheibe angezeigt, während ein klassischer Zeiger sich komplett auf die Minuten konzentriert und eine kleine Scheibe in der Zifferblattmitte als Sekundenanzeige dient. Die Skalierung ist sehr aufgeräumt und trotz oder gerade wegen der ungewöhnlichen Anzeige extrem gut ablesbar. Dank Leuchtmittel auf der Stundenscheibe, der Minuterie und dem Minutenzeiger gibt es im Dunkeln ein wahres Leuchtfeuer zu bestaunen. Das Edelstahlgehäuse der Automatikuhr fällt mit 44 mm relativ groß aus, wirkt aber am Handgelenk nicht zu riesig. Hier übrigens am Handgelenk mit 18,5 cm Umfang. Auf dem Gehäuse wechseln sich satinierte und polierte Flächen ab und ergeben ein schönes Gesamtbild. Der Gehäuseboden ist mittels 4 Schrauben befestigt. Die Uhr gibt es übrigens noch in einer zweiten Variante mit komplett schwarzem Zifferblatt. Das verbaute Werk basiert auf dem Sellita SW240, wurde aber für die außergewöhnliche Zeitanzeige modifiziert und läuft bei Davosa unter der Bezeichnung DAV3023. Wenn auch kein extrem komplizierter Umbau erforderlich war, ist es in dieser Preisklasse schon etwas Besonderes. Das Highlight auf der Rückseite ist der skelettierte Rotor mit beidseitigem Aufzug und farblich abgesetzten Davosa-Logo. Eine Wasserdichtigkeit von 5 Bar reicht zwar nicht zum Schwimmen, aber die Uhr wurde ja auch für das Autocockpit konzipiert und kommt daher ohne Schraubkrone aus. Kratzfestes Saphirglas schützt das Zifferblatt und das Uhrwerk. Das Armband mit signierter Dornschließe ist aus Wildleder gefertigt und ist auf der Rückseite schwarz unterlegt. Farblich passt das grünliche Band perfekt zum vorgestellten Modell. Die Qualität möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich loben. Alles in allem ist die Davosa Newton Speedometer eine schöne Uhr zum angemessenen Preis und das nicht nur für Autofans. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut doch auf unserer Webseite vorbei, hinterlasst einen Kommentar und abonniert uns hier auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.